Also herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zur Clinical Journal Club für die letzten beiden Wochen. Dieses Bild beim New England Journal, das ist auch ziemlich schwer zu beurteilen. Es geht um einen 51-jährigen Mann mit Diabetes mellitus, wahrscheinlich schon seit Jahren. Dem geht's schlecht und er ist fibril. Und wir sehen diesen Übersichtsabdomen-Röntgenbild. Und wir sollen wählen zwischen Darmverschluss, emphysematöse Pyelonephritis, einen paralytischen Ileus, eine renokolische Fistel, das heißt irgendeine Verbindung zwischen Nierenparenchym und Darm oder Abszesse der Milz. Und was wir hier erkennen können, ist, auf der rechten Seite sehen wir ganz klar ein Nierensilhouette. Und auf der linken Seite sollte das Nierensilhouette eigentlich hier sein. Darmgas ist ein bisschen hier, wahrscheinlich im Colon Ascendens, vielleicht ein bisschen Dünndarmgas hier und da. Wir sehen hier keine Magengasansammlung. Und dann sehen wir diese Gassammlung mit diesen vier Pfeilen hier. Wir haben kein Seitenbild, so können wir, ist ein bisschen schwer zu sagen, genau wo das ist. Es sieht so aus, als wäre dies nicht aufgenommen mit dem Patienten im Stehen. Und wenn man schon solche Übersichtsbilder macht, dann macht man meistens drei Stück im Stehen, im Liegen und vielleicht Cross-Table Lateral oder ein Seitenbild, sodass man rauskriegen kann, auf welcher Ebene diese Gasblase ist. Aber das wird uns einfach nicht erzählt. Dünndarmverschluss oder Darmverschluss halte ich für unwahrscheinlich. Paralytischen Ileus genauso. Diese Fisteln gibt es tatsächlich, aber die sind nicht häufig. Und Milz ist hier oben. Und wenn da Abszesse wären, die von gasbildenden Organismen, würden wir vielleicht da was sehen. So ist die beste Antwort emphysematöse Pyelonephritis. Obwohl ich da bin ich auch nicht wahnsinnig glücklich drüber, aber das ist die richtige Antwort. Und dann werden wir später in der Darstellung dann zeigen, wie das CT aussieht, was für eine viel bessere Methode ist, um emphysematöse Pyelonephritis feststellen zu können. Also Darmverschluss. Hier sehen wir lauter Dünndarmschlingen und Spiegel auf unterschiedlichen Ebenen. Und das ist pathognomonisch für mechanischen Ileus. Und die häufigste Ursache ist Frieden. Aber können auch Hernien, Volvulus, Endometriose, Entzündung, unterschiedliche andere Ursachen sind möglich. Und das ist ein chirurgischer Notfall und sollte operiert werden. Und hier ist die emphysematöse Pyelonephritis, hier sind andere Bilder. Dies ist auch nicht sehr hilfreich, aber wir sollen erkennen können, dass hier Gas im Nierenparenchym sich befindet. Hier ist ein anderes Beispiel von einer Gasansammlung. CT wäre besser. Hier können wir diese Gasblase in dieser komischen Niere hier erkennen. Auch hier beim Ultraschall und bei diesem CT-Bild. Und eigentlich, dies ist ein chirurgischer Notfall. Man muss sich dann hier überlegen, soll dieser Patient jetzt nephrektomiert werden, ja oder nein? Und hier ist so ein Denkablauf, den man sich hier überlegen kann. Antibiotika selbstverständlich, am häufigsten sind das Patienten mit Diabetes. Und wenn sie instabil sind, sollte man eine Nephrektomie durchführen. Oder wenn es nicht schnell besser wird, sollte man eine Nephrektomie durchführen. Also dies ist ein paralytischer Ileus, der ist nicht mechanisch und hat funktionelle Ursachen. Meistens sind dieses alte, kranke Leute und das nennt man auch das Ogilvy-Syndrom. Das sieht dann so aus und wir sehen hier keine Spiegel. Und hier sind vier Patienten mit sanzogranulomatöser Pyelonephritis, was dieser Patient auch gehabt haben könnte. Und hier sehen wir tatsächlich Verbindungen zwischen den Nierenparenchym und Darm. Das ist, wäre dann eine Fistel. Also solche Fisteln gibt es tatsächlich, aber die sind nicht sehr häufig. Und ich habe ein paar Serien gefunden, also Diabetes, Nierensteine, Schistosomiasis, Tumoren könnten sowas verursachen, aber das ist nicht häufig. Dann Milzabszesse würde man erwarten, dass im CT, hier ist eine vergrößerte Milz, hier ist die Leber und hier sehen wir unterschiedliche Abszesse, die kommen zustande wegen
bakteriellen Infekt innerhalb des Abdomens. Und hier habe ich auch eine Serie von 30 solcher Patienten hier gesammelt und im Ultraschall kann man das auch erfassen. Dann hier ist das Bild von letzter Woche. Dieses ist das Bild, was wir uns gezeigt haben und hier ist ein CT und diese ganze Niere hier ist voll mit Gas. Da kann man damit rechnen, okay, welche Bakterien machen Gas? E. coli ist häufig und vielleicht Proteus morgani oder etwas ähnliches. Und es steht hier in dem Bericht, dass dieser diabetische Patient nicht eine Nephrektomie unterzogen worden ist, sondern dass er mit Antibiotika alleine besser geworden ist. Was mich eigentlich verwundert, wenn man so einen Gassack hat. Ich hätte den wahrscheinlich zu den Urologen geschickt und hätte das herausoperieren lassen. Na gut. Dann das Thema im New England Journal, das nächste Thema war Guillain-Barré-Syndrom. Dies ist im Prinzip eine Autoimmunreaktion, häufig nach irgendwelchen viralen Erkrankungen. Und das Zielobjekt hier ist die Myelinscheide von Neuronen. Und das führt zu einem bestimmten, wohl bekannt, Sie kennen dies ja auch, aszendierendes neurologisches Syndrom, wo motorische und sensorische Störungen gleichzeitig stattfinden. Und im Liquor findet man viel Eiweiß und wenig Zellen. Und dies haben wir schon vor einem Jahr diskutiert, dass nach Zika-Virus dies vorkommen kann. Und es gab ein Lancet-Paper, wo eine Fallkontrollstudie in Polynesien dargestellt worden ist. Also Leute, die mit Zika-Virus befallen sind, haben ein Risiko, Guillain-Barré zu bekommen. Das haben anscheinend die Gutachter vom New England Journal nicht so genau gelesen. Nämlich dieses Paper aus Kolumbien haben sie auch angenommen. Im Prinzip die gleiche Geschichte. Was wir hier sehen, ist dieser Ausbruch von Zika-Virus hier 2015, 2016. Tausende von Fällen bis zu 6000 Fälle hier in diesem Spannbereich. Und tatsächlich sind dann auch mehrere, eigentlich viele, hier sind 50 in einem Monat, 40 und so weiter, von Patienten mit diesen aszendierenden neurologischen Syndromen. Die sind LP unterzogen worden und RT-PCR ist gemacht worden und bei vielen, nicht allen, haben sie ein ziemlich überzeugendes Argument gemacht, dass die Zika-Virus-induziertes Guillain-Barré-Syndrom entwickelt haben. Ich habe das ein bisschen so abgekürzt, weil wir ziemlich viel hier zu diskutieren haben. Das nächste Paper im New England Journal von der vorletzten Woche war, hier ging es um Patienten mit Synkope. Und wenn Leute reinkommen mit Synkope in der Notaufnahme, ist es meistens irgendeine Bagatelle und nach einer Anamnese ist meistens klar, was mit den Leuten los ist, aber nicht immer. Und eine mögliche Ursache ist Lungenembolus. So, diese Studie ist durchgeführt worden in Italien und hier sind 2584 Leute, die umgekippt sind. Und bei 1867 war das ziemlich klar, was mit denen los war und die sind dann konnten dann nach Hause geschickt werden. Die sind diesen Wells-Skala untersucht worden und haben dann auch D-Dimere gemessen bekommen. Und wenn diese Sachen mit Lungenembolus zu vereinbaren waren, sind sie durch ein CT geschickt worden. Und da waren tatsächlich 97, bei denen Lungenembolus die Ursache war. Was ich nicht so überraschend finde. 180 sind zu CT geschickt worden und bei der Hälfte dieser Leute, die zu CT geschickt worden, konnte ein Lungenembolus gezeigt werden und Sie haben schon diese CTs gesehen. Hier ist ein Röntgenbild, das einfaches Röntgenbild ist nicht sehr sensitiv, um Lungenembolus feststellen zu können, aber hier sehen wir Zwerchfellhochstand und Atelektase und dicke Pulmonalarterien und aber im CT das ist viel besser und wenn die Leute das nicht überleben, sehen die Dinger so aus, das wissen sie ja alles. Und hier ist die vereinfachte Wells-Skala, was in dieser Studie hier angewendet worden ist. Klinische Zeichen von einer tiefen Beinvenenthrombose ist 3 Punkte wert. Alternative Diagnosen sind weniger wahrscheinlich als Lungenembolus, ist auch 3 Punkte wert. Tachykardie ist 1,5 Punkte. Wenn die Leute immobilisiert waren, weil sie vielleicht Fraktur hatten oder also diese Skala, Bluthusten, okay, aktiver Krebserkrankung, diese Risikofaktoren sind ihnen bekannt. Diese Leute haben dann D-Dimere gekriegt und sind dann zum CT geschickt worden. Kann man sich auch vorstellen, Median Alter 80 Jahre,
Also 24-Jährige, der in die Notaufnahme kommt und jetzt umgefallen ist, es ist weniger wahrscheinlich, Lungenembolus zu haben, als bei Leuten, die im Durchschnitt in meinem Alter sind. Na gut, von diesen Leuten, die dann einen hohen Verdacht aufgewiesen haben, hatten 1 von 6 hatten tatsächlich Lungenembolus, und das ist der Gag an dieser Story. Das nächste Thema ist die Osteoporose, und das ist Ihnen auch bekannt. Dies ist im Prinzip eine Matrixerkrankung, wo es Matrixschwund gibt. Matrix, das da ist, ist eigentlich normal kalzifiziert, aber immer weniger Matrix mit zunehmendem Alter und Risikofaktoren, Schilddrüsenerkrankung, Lebererkrankung, genetische Faktoren, ähnliches. Was wir hier sehen, ist die Stütze. Die Stützen, die Knochen stark machen, verschwinden. Und dann ist natürlich Fraktur leicht eher wahrscheinlich. Und diese Patienten kriegen Vitamin D und Calcium, das hilft nicht sehr viel, oder Bisphosphonate, und meines Erachtens hilft das eine Menge. Na, in dieser Studie, diese Sachen sind billig, aber hier hat man was anderes ausprobiert. Es gibt ein Eiweiß, das heißt das Sklerostin. Und dieses Sklerostin ist eigentlich ein Bindungspartner von Frizzled-Rezeptor. Das ist ein Ablauf im Wnt-Signaling-Pathway. Wollen Sie vielleicht alles gar nicht wissen. Aber dieses Sklerostin ist im Prinzip ein anti-anabolisches, das heißt ein katabolisches Protein, das zu Knochenabbau führt. Und gegen dieses Sklerostin ist mittlerweile ein Antikörper entwickelt worden, den ich Ihnen gleich zeigen werde. Und was wir haben wollen bei Leuten mit Osteoporose, ist, dass die keine anabolischen Effekte ausgesetzt werden. Und das war der Gedanke. Jetzt etwas anderes, was auch Antikörpertherapie für Osteosklerose ist, gerichtet gegen Rankligand. Und Rankligand bindet an Rank, und das ist der Rezeptor, und der Ablauf ist über NF-kappa-B-Signaltransduktion, und das aktiviert Osteoklasten. Und was auch angewendet wird in der Osteoporose-Behandlung, ist ein anderer Antikörper, der heißt Denosumab, und Denosumab fängt ab Rankligand, sodass dieser Ablauf hier gebremst wird. So kann man sich das vorstellen, wenn wir Sklerostin blocken, dann ist dieser Katabole-Effekt weg. Und wenn wir Rankligand entfernen, dann ist der osteoklastische Effekt, der auch zur Osteoporose beitragen könnte, auch verringert. Also das ist alles ziemlich kompliziert, und tut mir leid, dass ich Sie damit belästigen muss. Und ich wünschte, in der Kontrollgruppe, wir hätten diese Leute einfach Bisphosphonate gekriegt, und dann hätte ich eine Ahnung, um was es hier geht. Aber dies ist eine ziemlich komplizierte Studie. Dies sind Patientinnen, postmenopausale Frauen mit ziemlich schwerer Osteoporose. Die haben einen T-Wert von -2,5 bis -3,5 am Oberschenkelhals oder in der gesamten Hüfte. Und die sind dann randomisiert worden. So, entweder haben sie Romosozumab gekriegt, gerichtet gegen Sklerostin, und die andere haben Placebo gekriegt, und dann nach diesem Ablauf von 12 Monaten haben sie obendrauf zusätzlich Denosumab gegen Rankligand auch gespritzt bekommen. Gut, und dann hier an unterschiedlichen Abständen sind DEXA-Untersuchungen durchgeführt worden und Röntgenbildgebung und diese Knochen Umsatzmarker, die auch angewendet werden, um Osteoporose zu bewerten. Das sind natürlich ältere Patienten, und Body Mass Index hält sich in Grenzen, und ihre T-Werte hier sind schon echt im Minusbereich auf beiden Seiten, und vertebrale Frakturen sind auch häufig bei etwa 20%, und dann sind diese ganzen, und hier sind diese Biomarker für Osteoporose, und die sehen auch in beiden Gruppen ähnlich aus. Und dann hier ist der Ablauf, und der primäre Endpunkt hier war ein Sammelsurium an Sachen,
Es ging um neue vertebrale Frakturen. Die sind natürlich sehr lästig. Bei 12 Monaten und 24 Monaten. Und das ist tatsächlich ziemlich stark herabgesetzt in der Gruppe, die auch Romosozumab bekommen hat, haben anstatt Placebo gefolgt von Denosumab alleine. Und also dieser primäre Endpunkt ist erreicht worden. Und in dieser Auswertung hier drüben sieht auf alle Fälle so, weiß nicht genau, wer. Also ähnlicher positiver Effekt und das ist auch statistisch signifikant. Jetzt, wenn wir uns das ein bisschen differenzierter angucken, die kumulative Inzidenz von erste klinische Fraktur war in beiden Gruppen eigentlich ziemlich bescheiden, unter 10%. Und hier ist der Unterschied zu diesem Ablauf hier bei 12 Monate ist da ein signifikanter Unterschied, aber es geht hier um weniger als 1% zwischen den beiden Gruppen und danach ist dann kein weiterer Unterschied festzustellen. Und Zeit zur Event-Analyse in dieser zweiten Auswertung sieht das auch ziemlich grenzwertig aus, aber die Autoren waren begeistert und wenn wir die Knochendichte angucken, was ja natürlich auch, das ist nicht ein harter Endpunkt, aber es ist schon ein Begleitphänomen bei Osteoporose, sieht das schon beträchtlich besser aus in der Gruppe, die Romosozumab bekommen hat, anstatt in der Gruppe, die Placebo und Denosumab alleine bekommen haben. So folgern die Autoren, dass Romosozumab, ein monoklonaler Antikörper gerichtet gegen Sklerostin, diesen Patientinnen mit schwerer Osteoporose vielleicht manche neue Frakturen vorbeugen könnte. Übersichtsartikel vor zwei Wochen in New England Journal war chronischer Husten und das wird definiert als Husten, der länger als 8 Wochen dauert und sogar Keuchhusten sollte keine 8 Wochen dauern. Und was soll man da sich überlegen? Na, Lungenkarzinom wäre vielleicht eine Möglichkeit, aber gehe davon aus, dass die Leute ein Röntgenbild haben oder ein CT, das keine parenchymatöse Ursachen findet. Dann kommen in Frage Asthma. Ich hoffe, ich kann das noch mit dem Stethoskop erkennen. Esophagealer Reflux, das ist auch nicht schlecht. Früher haben wir das mit Barium diagnostiziert, aber in dem Alter, wo dies in Frage kommt, hat sowieso die Hälfte der Patienten haben etwas esophagealen Reflux und ist manchmal nicht so einfach. Und dann, wie man das postnasale Tropfen auf Deutsch ausdrückt, wusste ich nicht, musste ich nachschlagen. Hier steht, Sekretabflüsse aus der Nase sind ein häufiger Grund für chronischen Husten. Genau wie man das behandelt, weiß ich auch nicht, aber das ist die Differentialdiagnose. Ich habe das ein bisschen abgekürzt, nämlich der zweite Übersichtsartikel im New England Journal war Morbus Basedow, wird Graves' Disease genannt im englischen Sprachraum. Und die Folgen davon sind Ihnen ja bekannt, wie hier in diesen Fotos abgebildet. Die Augenveränderungen klar, Trommelnägelfinger auch klar, prätibiale Myxödeme, dieses Ansammlung von abnormalen Bindegewebe haben wir auch diskutiert und die Häufigkeit 16 pro 100.000 Frauen und 3 von 100.000 Männer, also ein bisschen dreimal so häufig bei Frauen als bei Männern. Und die Ursachen Autoimmunerkrankung und die T-Zellen und B-Zellen sind hier beide involviert und die TSH aktivieren Antikörper und diese ganze Abläufe sind Ihnen wahrscheinlich auch bekannt. Und die Symptomatik kann, häufig ist das nicht so eindeutig, aber okay, Vorhofflimmern, Gewichtsverlust, Herzinsuffizienz, Onkolyse sollen immer die Fingernägel bei diesen Leuten angucken, um zu sehen, ob sie Onkolyse haben. Und Augenzeichen und klassische Sachen, Akropathie und so weiter.
Und dann der diagnostische Ablauf, den man hier, die Untersuchungen, die man hier durchführen sollte, sind hier gegeben. Und die Hauptbehandlungsoptionen hat sich nicht allzu viel geändert, meines Erachtens. Beta-Blocker, Antischilddrüsenmedikamente, in Deutschland wird überwiegend Methimazol angewendet. Das ist ein ganzes Stück einfacher anzuwenden als Propylthiouracil, was in Amerika häufig angewendet wird. Die Chancen dann an Remission und die Zeitverlauf und wie lange man warten soll und die Altersgruppen, die da in Frage kommen und die Nebenwirkungen sind hier alle in dieser Tabelle abgebildet. Dann radioaktives Jod ist bei vielen Patienten eine gute Option und manchmal werden Leute immer noch für diesen Zustand operiert. Und dann die Behandlung für die Symptomatik, wie die Augenveränderungen und die Hautveränderungen und ähnliches. Und kann man sich auch vorstellen, Rituximab taucht hier auch auf und das ist dann in dieser Tabelle abgebildet. Dann diese Dame haben wir vor ein paar Wochen gesehen, das war diese Dame, sehr unglücklich aussehende junge Frau, weil sie diesen Ausschlag hier hat an der Nase. Jetzt sieht es ein bisschen lustiger aus. Es ist schon ein ganzes Stück besser, aber noch nicht ideal. Also, dies ist eine Discoid Lupus. Das ist eine Lupus-Hauterscheinung, wo das noch nicht in ein System Lupus erythematodes sich umgewandelt hat. Aber da ist ein gewisses Risiko dafür. Ich zeige Ihnen nur diesen Fall im New England Journal, weil er so typisch ist. Ich meine, das ist echt ein No-Brainer. Kommt hier ein 20-jähriger Mann in einer Notaufnahme, er beschwert sich wegen Gynäkomastie. Okay, wahrscheinlich nicht Spironolakton. Na, der erste Schlüssel ist ein Natriumspiegel von 164. Da ist es nicht okay. Dann hat auch jemand Prolaktin gemessen. Okay, und das ist erhöht. So können wir uns schon vorstellen, Diabetes insipidus und das Problem liegt in der Niere, in der Birne, nicht in der Niere. Und hat einen Urinstix gekriegt und hat ein spezifisches Gewicht von 1,008, 1,014 wäre eine Osmolarität von ungefähr 300. Also der sollte einen sehr konzentrierten Urin machen mit einem Natriumspiegel von 164. Das macht er nicht. So hat er Diabetes insipidus. Und da hat jemand mal Blickfelder gemacht und der hat zwei Probleme. Hier bilaterale Probleme im unteren temporalen Quadranten. So können wir uns schon vorstellen, hier ist ein Problem im Chiasma opticus und das würde vielleicht auch mit diesem Prolaktinspiegel und mit der Diabetes insipidus einhergehen. Könnte man sich vorstellen. Also hier ist ein bisschen mehr Urin und Urinnatrium ist 64. Ich weiß nicht, warum man das gemessen hat, aber die Osmolarität ist keine schlechte Idee. War nur 314, sollte 800 sein. Kreatinin ist aber nicht erhöht. Und dann wird uns erzählt, was wir im MRT von diesen Patienten erwarten können und wo diese Sachen liegen. Bisschen anatomisch hier abgebildet. Hier ist die Anhangdrüse und die Zirbeldrüse ist auch da, das wäre ja auch möglich. Hier ist der Kern von Edinger Westphal und diese sämtlichen Freunde hier haben sie auch irgendwann alle auswendig gelernt und so sollte das aussehen. Aber sein MRT sieht ganz anders aus und das ist dann hier beschrieben, was wir alles hier zu sehen haben und kriegt der gute Mensch eine Biopsie und er hat ein Keimbahnzellen, ein Germinom hat der und das wird dann behandelt mit Carboplatin und Etoposid und er hat ein gutes Ergebnis und nach der Chemotherapie ist das alles viel besser geworden und die Symptomatik ist verschwunden. Dann im Lancet vor 2 Wochen, dies fand ich interessant, Sie können in Amerika, sieht man in jeder Zeitschrift, ist hier Werbung für irgendwelche magischen Sachen, um degenerative Gelenkerkrankung am Knie zu verbessern. Und Lieblingsthema ist das Spritzen von Hyaluronsäure. Sinnlos. Und dann kommen irgendwelche Zelltherapien in Frage. Wahrscheinlich auch sinnlos. Aber diese Zelltherapie fand ich ziemlich interessant.
Knorpelzellen da reinzuspritzen ist im Prinzip eine gute Idee, aber wo kriegt man die her? Und im eigenen Körper müsste man eigentlich einen Knorpel aussuchen, der ziemlich bereit ist zum Wachsen. Wenn man irgendeinen müden Knorpel aussucht, so viel Knorpel haben wir nicht, vielleicht könnte man den Leuten das Ohr abschneiden, da ist ja auch Knorpel drin. Aber was hier gemacht worden ist, ist dieses Knorpelgewebe ist hier vom Nasenseptum hier geerntet worden bei diesen Patienten, die Gelenkerkrankungen im Knie hatte. So wurde das dann rausgesäbelt und da gibt es bestimmte Abläufe, so dass man diese Knorpelzellen dann züchten kann. Das ist hier auch gemacht worden in dieser Studie. Keine Kontrollgruppe, aber ein bisschen zu früh dazu. Und es sieht schon so aus, als würden die Zellen hier ziemlich kräftig wachsen. Und dann hier sind die 10 Patienten und überwiegend Männer, sind auch ein paar Damen dazu und Body Mass Index und was für Defekte die hatten hier am Kniegelenk. Und dann wurden diese Sachen dann da reingespritzt. Und ich kann diese Bildgebung eigentlich schlecht beurteilen, aber es sieht so aus, als würden diese Sachen dann tatsächlich da wachsen. Und diese Skalen von Verbesserungen sehen auch ziemlich eindrucksvoll aus. Und die Autoren behaupten, dass in dieser kleinen Kohortenstudie, dass sie den Prinzip oder das Prinzip herangetragen haben, dass dies vielleicht eine sinnvolle Quelle wäre für Knorpelzellen, die für diese degenerative Gelenkerkrankung angewendet werden könnte. Dann im nächsten Lancet Paper ging es um, wie soll man vorgehen bei Patienten mit Vorhofflimmern, die kardiovertiert werden sollen, die schon länger als 48 Stunden Vorhofflimmern haben und dann, okay, man soll den Warfarin geben und Enoxaparin und dann Schluckecho und alles Mögliche und dann werden sie vielleicht kardiovertiert, wenn sie ein INR haben im Bereich. Aber vielleicht kann man das Ganze mit Edoxaban oder irgendein anderes Bahn hier durchführen, wo man einfach nur orale Tabletten gibt. Und hier ist ein Vergleich zwischen Edoxaban und die übliche Therapie mit Warfarin und Enoxaparin. Und die Edoxaban-Dosen sind hier ausgewählt worden bezüglich Nierenfunktion. Und manchmal sind die Patienten TEE unterzogen, manchmal auch nicht. Das war eine Blockrandomisierung. Ich glaube, hier werden sie wahrscheinlich alle, kriegen sie alle TEE, weil das gerne gemacht wird. Ist das ungefähr richtig? Ja, gut. Aber hier haben sie auch getestet, ob das notwendig ist. Und lange Geschichte, kurzer Sinn. Die Nebenwirkungen von diesen beiden Behandlungen waren gleich. Und die Nummer von Ereignissen, ob sie jetzt irgendeinen Embolus oder irgendwas gekriegt haben, war 1% in den jeweiligen Gruppen, was ziemlich gut ist. Und die Blutungsepisoden waren in beiden Gruppen gleich. So wäre Edoxaban vielleicht eine Alternative zu Warfarin plus Enoxaparin, was ein bisschen aufwendiger ist. Und die Nicht-TE hatten, haben die einfach beibezogen oder haben die gewartet? Die haben gewartet, bis der INR in den therapeutischen Bereich war. Dann, hier ist ein kurzer Bericht über, ist es sinnvoll, Ganzkopf-Schädelbestrahlung zu machen bei Patienten mit metastasierten kleinzelligen Lungenkarzinomen, die sogenannte Quarz-Studie. Und im Prinzip, was dabei rauskam, ist der primäre Endpunkt, man konnte nicht beweisen, dass die Hirnbestrahlung bei diesen Patienten mit Hirnmetastasen die Qualis verbessert hat und der Lebensunterschied in diesen beiden Gruppen war weniger als eine Woche. Und das ist dann hier gezeigt. Also ein paar von diesen Sachen habe ich jetzt ein bisschen abgekürzt, weil wir eine ganze Menge Material haben. Also das wird ja gemacht bisher. Ich mache es nicht bestrahlen. Diesen Eindruck habe ich von dieser Abbildung. Also so kann man es aber auch nicht abrechnen, wenn man das nicht macht. Dann Übersicht in Lancet, sodass ihr Bescheid weißt. Sehr guter Übersicht über Rheumatoid-Arthritis. Das kommt auch als sehr häufige Volkserkrankung, muss man irgendwas darüber wissen. Und den Übersicht fand ich, diesen Artikel fand ich ganz gut. Und Mechanismen, da laufen ja sehr viele Sachen über
TH17-Zellen und B- und T-Zellen-Interaktionen und was da alles sich abspielt und welche Gene hier involviert sind und dann auch eine ganz gute klinische Beschreibung und Therapie wird hier auch angeschnitten. Und der nächste Übersichtsartikel in Lancet, es ging über Gicht und Harnsäureproduktion und wie das stattfindet und Anzündung des Inflammasoms, das dann zur Gichtsymptomatik führt. Und ziemlich tolle Bildgebung hier. Wie ist denn das für ein Bild von Podagra? Kann eure Röntgenabteilung das anbieten? Aber diese altmodische Diagnostik fand ich immer noch ganz gut. Jetzt, nächste New England Journal Heft, geht es um dieses Thema. Und wir bewegen uns zurück 70 Jahre. Hier ist der Führerbunker. Der gute Mensch ist, erwartet seine russischen Gäste hier. Und um sich vorzubereiten, hat er da im Zimmer natürlich Sauerstoff. Das gab's damals schon und das muss ja was Gutes sein. Mir ist nicht bekannt, dass jemand in die Notaufnahme gebracht wird, ohne eine Sauerstoffmaske auf der Nase zu haben. Oder hat sich da irgendwas geändert? Und die sämtlichen Patienten auf Stationen, die herzinsuffizient sind, die haben auch immer Sauerstoffsonden, aber die Sonden liegen meistens auf dem Kissen, während die Patienten sich die Zähne putzen und die ambiente Luft wird anscheinend in Sauerstoff umgewandelt. Darum geht's. Und Sauerstoff anzuordnen chronisch für Patienten, die wollen das natürlich, aber wenn sie es dann haben, dann wollen sie es nicht tragen. Alles ziemlich kompliziert, aber es gibt Geräte dazu und diese glückliche Frau mit ihrem Sauerstoffgerät ist hier ganz happy. Und in dieser Studie, was man gemacht hat, ist die, hier sind lauter COPD-Patienten, die hatten einfach bei Raumluft, hatten die eine Sättigung zwischen 89% und 93%. Das heißt, die hatten eine PO2 zwischen 60 und 65. Und dann beide Gruppen hatten 60 Packungsjahre und dann anscheinend hatten sie Probleme hier genug Leute zu finden. So haben sie dann während der Studie haben sie dann ein zweites Kriterium gemacht, haben sie COPD-Patienten gehabt, die haben sie dann auf dem Laufband gesteckt und wenn die einen Sättigungsabfall hatten während Belastung, das irgendwo zwischen 80% und 90% lag, dann kamen die auch für die Studie in Frage. Und die Leute sind randomisiert worden zu Sauerstoff, HIMO2 oder kein HIMO2. Und ich wollte Sie nur daran erinnern, hier ist die Sauerstoffsättigungskurve und hier sind wir glücklichen Menschen und haben alle ein PO2 von 100 und sind 100% gesättigt. Und die Leute, die 90% gesättigt sind, haben ein PO2 von 60. Und im gemischten venösen Blut im rechten Vorhof ist der PO2 40 und da ist man 75% gesättigt. Und das gibt Ihnen so ein bisschen so einen Rahmen, wo diese Leute liegen. Und hier 80% wäre vielleicht hier. So die Patienten, die randomisiert worden sind, lagen zwischen 80 und 90 bei Belastung oder so um die 90 unbelastet. Und wenn wir jetzt auf den Nanga Parbat steigen, dann haben wir ein PO2 von 27 und eine Sättigung von 50%, sodass sie wissen, um was es geht. Nämlich Leute vergessen diese Kurve und was es wirklich bedeutet. Ja, das weiß ja jeder in Deutschland, dass das ein 8000er ist. Und was wir hier sehen, ist kein Unterschied. Und der primäre Endergebnis war Tod oder die erste oder der erste Krankenhausaufenthalt. Und eigentlich wollten sie Tod untersuchen und da war überhaupt nichts. Und so haben sie diesen Krankenhausaufenthalt dazu gebracht und da war kein Unterschied. Also dieser Sauerstoff hat nichts gebracht. Hier ist die Placebo-Gruppe. Was wir hier erkennen können, ist, viele von denen kriegten Sauerstoff sowieso. Das wurde dann abgeschaltet, als sie dann in die Placebo-Gruppe landeten. Und die Leute in der Währung-Gruppe, die haben unterschiedliche, hier steht Hours per Day of Total Oxygen. Und ich würde denken, wenn dies wirklich notwendig ist, dann sollten sie es 24 Stunden kriegen. Und das kriegten aber wenige. Die meisten kriegten wahrscheinlich, weil sie das nicht wollten. Nämlich das Angebot war, 24 Stunden Sauerstoff zu haben. Und dann habe ich ein bisschen nachgeguckt im Supplement, sind da Nebenwirkungen von Sauerstoff? Denn, na, der Führer hat keine berichtet, aber eines, was man sich vorstellen kann, ist, wenn die Leute weiter rauchen, dann zünden sie vielleicht sich an mit diesem Sauerstoff.
Das ist auch passiert. Fires related to oxygen use, nicht sehr häufig, aber es ist passiert. Und dann über das Gerät zu stolpern und Oberschenkel, Haus, Halsbruch zu kriegen, das ist auch passiert. Okay, so schreibt der Mensch, der das Editorial geschrieben hat, der hat gesagt, naja, die Richtlinien sind, wenn die Leute ein PO2 haben von 55 oder eine Sättigung 88%, eigentlich zu hoch. Aber es gibt Kriterien für 24 Stunden Sauerstoffanwendung und bei denen sollen wir wahrscheinlich bleiben. Haben Sie nicht irgendwie so Gruppen geguckt, wie die 16 Stunden noch drüber hatten, ob die mehr profitiert haben? Ich glaube, die konnten da keinen Unterschied feststellen. Aber ich müsste nochmal genau das bisschen vorsichtiger angucken. Wie ist das mit Mortalität bei Menschen, die in der Höhe liegen? Ist das so ein Krass? Also sterben die, also die haben keine COPD, aber die haben ja immer irgendwie Sättigung von 90 oder 80. Ja, wenn man in Denver, Colorado lebt, dann hat man das PO2 von 65. Und, aber gibt es irgendwelche Daten, die sagen, auf einer bestimmten Höhe sterbe ich früher? Ja, bestimmt muss es das geben. La Paz, Bolivien liegt ja auf 4000. Ja, die sind adaptiert, die haben dann HB von 19 oder 18, kriegen wahrscheinlich häufiger. Aber diese Leute ja auch. Ja. Müsste mal gucken. Das nächste Thema im New England Journal war die familiäre Hypercholesterinämie. Und es steht in den, das sind Mutationen entweder an ApoB, aber häufiger am LDL-Rezeptor, sodass der nicht richtig funktioniert. Und das ist im, das kommt bei, steht in den Textbüchern, habe ich auch so gelernt, 1 in 500 Menschen hat familiäre Hypercholesterinämie. Diese Leute sind eigentlich heterozygot. Und die Chance, dass zwei Heterozygote sich jetzt treffen und sich verlieben und heiraten und homozygote Kinder haben, da sind 4 solche Patienten in Berlin, letztes Mal, als ich geguckt habe. Jetzt, wenn man nach Damaskus geht, dann gibt's viel mehr, aus den üblichen Gründen, die man sich vorstellen kann. Aber homozygote Hypercholesterinämie ist rar. Aber heterozygote Hypercholesterinämie ist gar nicht so rar, 1 von 500. So steht es in den Textbüchern und es ist auch ein netter Übersichtsartikel im Deutschen Ärzteblatt, können Sie darüber lesen. Jetzt, was hier gemacht worden ist in dieser Studie, diese Engländer haben diese Kinder, die reinkamen für Routineimpfung, bei denen haben sie Kapillarblut abgenommen und die wollten wissen, ob das wirklich stimmt mit 1 von 500. So haben sie bei diesen Kindern, bei allen, und es geht hier um 10.000 Stück hier, sind viele, 10.095 Kinder, 1 bis 2 Jahren, da haben sie einfach eine Gruppe von LDL-Mutationen, 48 Stück, durchgeklappert, die am häufigsten sind, aber es gibt 500 LDL-Rezeptor-Mutationen, so erfasst man nicht alle. Die haben nach diesen 48 gesucht, haben bei denen auch Gesamtcholesterin gemessen, LDL durch die Friedewald-Formel errechnet und HDL haben sie gemessen und ähnliches und wollten wissen, wie häufig tauchen diese LDL-Rezeptor-Mutationen auf. Und hier sind die Kiddies und hier sind die Cholesterinwerte und im Durchschnitt, jetzt haben sie das als Milligramm pro Deziliter hier ausgedrückt, Durchschnitt 150 und dann sind ein paar hier oben und hier sind die 30 Kinder, die sie gefunden haben, mit Mutationen in diesen 48 LDL-Rezeptor-Gene. Und wenn sie hohe Cholesterinwerte hatten, die verdächtig waren, dann haben sie noch Sanger Sequencing durchgeführt, um andere LDL-Rezeptor-Mutationen oder ApoB haben sich angeguckt und PCSK9 und ähnliches. Und im Prinzip unterm Strich, was dabei rauskommt, es waren von 1 von 270 hatten LDL-Rezeptor-Mutationen. Da haben sie dann den Eltern das mitgeteilt und bei denen auch Cholesterin gemessen. Und wenn die Eltern, einer der Elternhälften, Mutationen hatten, hatten die auch hohe LDL-Spiegel. Hätte ich auch erwartet. Und dann ist die Frage, was soll ich mit dieser Information machen? Sollten wir bei allen Kindern nach LDL-Rezeptormutationen fahnden? Und wahrscheinlich sollte man bei Kindern in einem gewissen Alter vielleicht einfach LDL-Cholesterin bestimmen und habe ich auch noch etwas anderes gelernt. 1,35 MOMs, Multiple of the Median. Keine Ahnung, was das ist, aber das wäre dann 230 Milligramm pro Deziliter, wäre ein Grenzwert, wo man nach diesen Mutationen fahnden könnte.
Levosimendan. Ich dachte, das Zeug wäre abgeschafft. Wir haben das auf ITS gegeben und es hat keinem geholfen. Das ist ein sogenannter Calcium-Empfindlichmacher, Sensitizer-Empfindlichmacher, so dass mit dem Calcium-Signal dann eine größere Reaktion passieren soll. Und man hatte die Vorstellung, dass bei Menschen mit Sepsis, dass die vielleicht von Levosimendan profitieren würden. So sind hier Leute mit akute Organdysfunktion, ich gehe davon aus, Herzinsuffizienz wäre Nummer eins. Also hier sind diese Sepsis-Patienten 258 und 257 hier randomisiert worden zu Levosimendan oder Placebo, um zu sehen, ob es denen besser dann geben würde. Und primäre Endergebnis war die Verbesserung des SOFA-Wertes. Das ist eine Skala, die man bei schwerstkranken Patienten anwendet. Und sekundäres Endergebnis war 28 Tage Mortalität. Und zunächst ist aber rausgekommen. Also Levosimendan hat diesen Patienten anscheinend nicht geholfen. Der Übersicht in New England Journal ging es um hepatische Enzephalopathie. Und ich dachte, naja, vielleicht hat sich da irgendwas geändert oder wenn die Hirnschwellung kriegen und Hyponatremie, soll man den hypertone Kochsalz oder so also Mannitol kriegen oder was soll man mit denen anfangen? Und war nicht sehr viel drin. Maß hilft auch nicht, so außer Lebertransplantation. Ich werde das auch nicht alles zeigen, aber Sie können es vielleicht nachschlagen, um zu sehen, was zu machen ist. Hat sich nicht viel geändert. Dann im Lancet, Benralizumab ist ein Antikörper gegen IL-5, was mit dem Antrieb von Eosinophilen zu tun hat. Und es geht um Asthma. Und hier sind zwei Asthma-Studien, wo die Betroffenen randomisiert worden sind zu Benralizumab in zwei unterschiedlichen Dosen und Placebo. Und sonst haben die Labas und Lamas und Steroide bekommen und alles ziemlich komplizierte Statistik, können Sie dann in Ruhe selber angucken. FEV1 haben Sie gemessen und was wir hier sehen, ist, die Eosinophile werden tatsächlich weniger und das war bedeutsam und dann ist auch kann es jetzt nicht finden, aber es hat den Leuten geholfen. Das war ein signifikanter Unterschied. So dass zusätzlich zu dem abfallenden Eosinophilen waren bei diesen Gruppen, das sind hier die Nebenwirkungen auf dieser Seite. War hier? Das sind die Eosinophile. Annual Asthma, okay, hier sind Anfälle. Und das ist ja im Prinzip der primäre Endergebnisse, die Eosinophile würden uns weniger interessieren. Und diese Asthma-Anfälle sind tatsächlich dann signifikant reduziert worden. So dramatisch ist das aber auch nicht, aber auf alle Fälle. Dann kardiovaskuläre Ereignisse bei Leute, die schon stabile, die sowieso koronare Herzerkrankungen haben, bezogen auf Blutdruck. Wusste nicht, dass das eine große Fragestellung war. Kann man sich aber vorstellen, wie das rauskommt. Alle sind glücklich, weil eine U-förmige Kurve hier zustande gekommen ist. Und das ist der diastolische Druck und das ist der systolische Druck und das ist das Risiko, um weitere Ereignisse zu haben, steigt mit Hypertonie, aber steigt auch mit Hypotonie. Und dann hier sind die Ausmaße hier in diesem komplizierten Abbildung sind da auch gezeigt. Dann tuberose Sklerose. Mutationen in TSC1 oder TSC2. Und diese Kinder, diese sind alle Bestandteile von dem sogenannten mTOR-Ablauf, der mit Zellproliferation und Stoffwechsel und Ähnliches zu tun hat. Und diese Kinder kriegen Krampfanfälle
Und die Frage war hier, werden diese Krampfanfälle weniger mit Everolimus? Und ist mir nicht sofort eingeleuchtet, warum Everolimus helfen sollte, obwohl das klar mTOR bremst. Aber ich dachte, die Krampfanfälle hätten eher was zu tun mit der Bildung von Hamatomen in ZNS, anstatt dass es mit mTOR-Aktivität zu tun haben könnte, obwohl das auch irgendwas zu tun hat mit der Wachstum von diesen Hamatomen, die diese Kinder kriegen. Und also hier sind die Everolimus-Kinder und Placebo und alle Patienten, ziemlich viele, 366 Kinder mit tuberöse Sklerose, die muss man alle mal finden. Und Krampfanfälle sind weniger geworden. Es gibt auch Daten zu anderen Tumoren, zu Amyomyelitomen, auch mit Schrumpfen auch. Also es ist, glaube ich, dann Tumorschrumpf, was wahrscheinlich das Schrumpf zusammen zu lahm ist. Dann am Ende ist dieser interaktive Fall aus dem New England Journal hat mich interessiert. Es geht um einen 43-jährigen Asiaten, der kriegt plötzliche Bauchschmerzen und das war damals nicht so, aber die Amerikaner sind jetzt alle ausgestattet mit einem Dolorimeter, sodass man ihn fragen kann, sind Sie eine 10 oder nur eine 7? Und der behauptet, er wäre eine 10. So, was soll man mit dem denn machen? Und dann wird er untersucht und da wird eigentlich ziemlich wenig gefunden. Anamnese war nicht zu hilfreich, bisschen Lipidstörung in der Familie und keine Allergien und war in USA geboren, chinesischer Abstammung, ist verheiratet und kriegt da irgendwelche Laborwerte und die sehen eigentlich auch aus okay. Und dann ist die Frage, was sollen wir mit denen veranstalten, was ist mit dem los? Und dann wird man gefragt, welcher dieser vier Möglichkeiten sollte man hier in Erwägung ziehen bei Patienten mit Schmerzen in dem linken oberen Quadranten? Und dann steht Aortenaneurysma. Ein 40-jähriger Asiaten, der nicht raucht. Wäre das nicht auf meiner ersten Stelle. Akute Hepatitis, falsche Seite, Mesenterialischämie, Nierenstein, fand ich ziemlich gut eigentlich, aber die waren da anderer Meinung, Pankreatitis oder Milzinfarkt. Na, die Milz ist auf der richtigen Seite, das würde schon passen. Und hier ist, was die haben wollten. Die wollten die Nierensteine nicht haben, die ich eigentlich ausgewählt hätte. Ordenaneurysma hat mir nicht gefallen bei diesem nicht rauchenden 40-jährigen Asiaten, aber das sind die Antworten, die klugen Leute aus dem New England Journal haben wollten. Das dazu. Dann kriegt man dieses CT hier gezeigt. Das kann man dann so rauf und runter bewegen. Und Donnerwetter, hier ist die Milz. Und was ist denn da? Das sieht ja nicht normal aus. Und dann kriegt man diesen anderen Blickwinkel. Also der hat Milzinfarkt. Und das soll für seine Magenschmerzen für seine Dolorimeterzahl verantwortlich sein. Milzinfarkt, gut, Treffer, haben wir gesehen. Prima, wie geht's denn weiter? Na, wo ist die Milz und wie ist das im Zusammenhang mit der Leber und wie wird die denn versorgt und wieso soll die Infarkte kriegen? Und dann kann man sagen, okay, Vorhofflimmern und Vorhofseptumdefekt und machen wir 24 Stunden EKG und diese sämtlichen Sachen. Das war alles negativ. Was gibt's denn sonst noch, was einen Milzinfarkt induzieren würde? Ja, Sichelzellanämie, das wäre hoch auf meiner Liste, aber nicht beim Asiaten. Weiß nicht genau. Können wir uns das angucken und machen mal natürlich ein bisschen Bildgebung. Da gucken wir uns das an und hier ist ein MRT. Die Milz ist hier und die ist wirklich am Verschwinden. Jetzt sind viele Milzinfarkte da. Und also, was sollen wir uns hier vorstellen? Antiphospholipid-Antikörpersyndrom? Das ist nicht schlecht. Vorflimmern, klar. Dissektion der Milzarterie. Davon schon mal gehört? Eigentlich ja. Und es gibt Ursachen dafür. Sichelzellanämie ist unwahrscheinlich und Rheumatoid Arthritis hat da nichts damit zu tun. So, das sind die richtigen Treffer. Aber Vorflimmern und Antiphospholipid-Antikörper waren nicht der Fall. Und so gucken wir uns diese Milzarterie an. Jetzt ist die Milz beinahe verschwunden. Zeit für Pneumokokkenimpfungen und Ähnliches, würde ich mir vorstellen. Und nur die Milz ist hier involviert und die ist schon beinahe weg.
da haben sie nach Faktor 5 Leiden und Protonbienenmutationen und Protein C und S und das, das war alles okay. Und Blutkulturen waren auch eine gute Idee, die waren aber auch okay und diese Milz ist am Verschwinden. Der Dolorimeter deutet immer noch auf 10 von 10. So wird er hier abgetastet von diesem netten Doktor hier und dann, was sollen wir jetzt machen? Knochenmarkbiopsie, das ist immer eine gute Idee, wenn man nicht weiß, wie es weitergehen soll. Dem Antibiotika geben. CT-Angiographie oder MR-Angio des Abdomens. Die Milz zu bioptieren, das wäre mutig. Oder sollten wir die einfach rausnehmen? Und Bildgebung ist immer besser als Knochenmarkbiopsie. Und da gucken wir uns das an, kann da wenig mit anfangen. Aber die sagen uns hier, diese Befunde deuten auf eine Milzarteriendissektion. Man kann an diese Sachen denken, nämlich Karotisarterien, die, da gibt es Dissektionen tatsächlich, die Schlaganfall in jungen Leuten verursachen können. Und wie ist denn das bei der Milzarterie? Muss wohl irgendeine genetische Erkrankung sein. Und hier können Sie auswählen, Alport-Syndrom. Ja, das passt nicht so gut. Ehlers-Danlos. Es gibt 5 unterschiedlichen Sorten von Ehlers-Danlos-Syndrom. Und das Gen liegt auf Chromosom 2. Hereditäre Spherozytose. Nah, don't like it. Und das Lewis-Dietz-Syndrom. Es geht hier nicht um Rainer Dietz, es geht um Harry Dietz. Und der ist auch ein kardiologischer Genetiker aus Boston. Und der hat eine Mutation in TGF-Beta-Rezeptor beschrieben. Aber das macht Aneurysmen im thorakalen Bereich und nicht Milzarterie. Marfan-Syndrom. Ja, die Finger haben eigentlich nicht so gepasst. So bleiben wir stecken mit Ehlers-Danlos-Syndrom vaskulären Typ, obwohl diese anderen beiden genetischen Syndrome vielleicht auch in Erwägung gezogen werden könnte. Und dann gucken wir, brauchen wir nicht Knochenmark, aber einen peripheren Blutabstrich. Jetzt sehen wir Howell-Jolly-Bodies. Und das sind Erythrozyten mit DNA-Reste, die sonst von der Milz geklärt werden. Und wenn man keine Milzfunktion hat, dann hat man Erythrozyten im peripheren Blutabstrich mit diesen sogenannten Howell-Jolly-Bodies und die sind typisch dafür. Beinahe am Ende. Also das ist die Antwort. Der hat diesen vaskulären Typ von Ehlers-Danlos-Syndrom. Da hat man den das erklärt. Dann ist sein Dolorimeter wieder mal abgeschaltet, kann ein Glas Rotwein hier genießen mit seiner netten Familie. Und dann gingen diese Schmerzen weg und dann muss man sich überlegen, was macht man mit einem Mensch, der im Prinzip keine Milz mehr hat. Und der sollte geimpft werden gegen Pneumokokken. Und was die Amerikaner machen, ist, die geben den Rezept für Amoxicillin und wenn sie Fieber kriegen, sollen sie das schlucken. Ob das eine gute Idee ist, weiß ich nicht, aber diese Impftherapie ist sicherlich eine gute Idee. Das war's für heute. Ich bin jetzt den Rest des Novembers nicht da, aber wir werden vielleicht irgendeine Sitzung per Internet veranstalten. Ich stelle die DS immer ins Netz sowieso und dann sehen wir weiter. Herzlichen Dank, dass Sie mir zugehört haben.